Hallöchen. Lohnt man nicht. Ich hoffe ja. Hey Commander, hey Commander, Miss Lars. Hey Baum. Willkommen im Steam. Losgehen. Gut. Wollen wir schon? Ist der Chat schon bereit? Wollen wir loslegen? Gut, na dann. Legen wir doch los. Warum nicht? Dann wechsle ich mal das Aufnahmesetup. Wechsle ich mal zum Spiel. Bin ich zu hören? Bin ich zu verstehen? Bin ich zu leise? Bin ich zu laut? Müsst ihr mir schon ansagen. Ansonsten kann ich das nicht ändern. So. Dann könnten natürlich. Okay. Klingt noch nicht so gut. Options Musik. Lass mal gucken, okay. Gut. Test 234. Test 234. Ja gut, okay, ich kann was hören. Haut hin. So, willkommen zu einem neuen Stream Human Fall Flat. Wir spielen Human Fall Flat im Live Let's Play. Ich versuche mich mal in einem Speedrun. Ihr schaut mir zu, wie ich scheitere. Ja, also ich versuche so weit zu kommen, wie ich komme. Ich kann nicht versprechen, dass ich das heute durchschaffe, dass ich das komplett auf einen Hieb durchschaffe, alle Maps. Ich werde es versuchen. Ich kenne so ein paar Abkürzungen. Ich habe auf YouTube jemanden gesehen, der es in 45 Minuten geschafft hat. Es gibt natürlich auch Speedruns in 5 oder 6 Minuten, aber auf dem Level spiele ich nicht. Also es gibt weniger Pro-Spieler, also einer hat es in normaler Geschwindigkeit in 45 Minuten hingekriegt. Das heißt, könnte bei mir wahrscheinlich. Ja, schauen wir mal, wie weit ich komme. Ich versuche ein paar Abkürzungen hinzukriegen und wir spielen im Local-Modus und dann gibt es ja Start New Game. Das werden wir heute machen. Ich starte ein neues Spiel und versuche mich mal. Musik leise genug. Ja, wird gehen. Dann machen wir es einfach mal. Starte ich ein neues Spiel und wage mich mal an das erste Level, an die erste Map, an die zweite Map und versuche mal, wie weit ich komme in der Stunde. Notfalls mache ich es ein bisschen länger. Ja,
maximal 2 Stunden. Na, schauen wir mal. Starten das Spiel. Los geht's. Versuchen mal durchzukommen. Alle Anleitungen, alle Videos und so weiter lassen wir aus. Ich kenne das Spiel schon. Das ist jetzt hier. Ich laufe jetzt hier einfach durch und versuche auf schnellstem Wege hier irgendwie durchzukommen. Ja, das Tutorial, das ist eigentlich, ja. Ich habe das mit dem 4-5-Discord, mit Prof, mit Modi, mit Inline, mit Takeo schon zu Genüge gespielt. Ich kenne das schon, da brauche ich jetzt keine Anleitungen mehr. Ja, das erste hier, das ist jetzt eigentlich kein so großes Hindernis mehr. So, und so, und zack, da haben wir schon das erste, die erste Map. Schalt sie gerade mal leiser. So, die Map habe ich, glaube ich, noch gar nicht gespielt. Doch, ich habe die schon mal gespielt im Let's Play. Aber ohne das Team, ohne Prof und Modi und 4-5 Discord. Eigentlich brauchen wir das hier gar nicht. Eigentlich können wir uns auch, prinzipiell können wir uns hier hochhangeln. Das ist ja, eigentlich ist das machbar, dass wir uns hier hochhangeln. Versuchen wir es mal hier ein bisschen am Hangeln. Ein bisschen laut. Was? Die Musik? Ich? Theoretisch kann ich auch hier rüber. Soll ich die Musik abstellen? Sag an, was ist zu laut? Soll ich leiser sprechen? Die Musik, okay, ja, das ist. Das kann ich ändern. Options, Audio. Master Room, Musik, Volumen. Können wir leiser stellen. So, die brauchen wir auch eigentlich gar nicht. Eigentlich brauchen wir Musik in Human Fulfilled gar nicht. So ein bisschen können wir es machen. Voice Volume können wir auch leiser machen. Ja. Jetzt wird es vielleicht gehen. Die meiste Zeit ist in Human Fulfilled auch keine Musik. Also ab und zu mal kommt im Hintergrund ein bisschen Musik. Am Anfang ein bisschen und am Ende ein bisschen. So. Da komme ich bestimmt auch hoch. Da habe ich schon fast das ganze Level geskippt. Normalerweise müsste man außen rumlaufen. Müsste da hier. Na komm. Ja, manchmal stelle ich mich auch noch ein bisschen blöd an. Das kommt dazu. Na komm. So, dann sind wir hier schon am Ziel. Seit 2 Minuten spielen wir das Spiel und ich habe jetzt hier schon 2 Levels geschafft. Hat nichts zu bedeuten, weil es sind wirklich nur noch die, sind wirklich erstmal nur die Tutorial-Levels. Sie wirklich, ja, noch nichts Anspruchsvolleres. Am meisten fürchte ich mich vor dem Wasserlevel, vor Level Wasser, weil das. Theoretisch kann man da über das Wasserrad direkt gleich hoch und das Level skippen. Das kriege ich nicht hin, das habe ich schon mal probiert. Ich komme da über das Wasserrad nicht hoch. Können wir heute mal versuchen, aber das könnte mir ein bisschen im Weg stehen. Das könnte ein bisschen Zeit beanspruchen. Ansonsten, ja, das Villa-Level, das Mansion, das Horror-Grusel-Level. Na, Grusel ist das jetzt nicht. Das wäre eventuell noch ein bisschen zeitintensiv. Ansonsten, das, also das Team-Level, das kriegen wir hin. Das ist, da renne ich durch. Ansonsten, hier mal immer so ein bisschen mit die Mauern rennen. Ist das hier schon der Notausgang? Ja, ist es. Muss halt nur an der richtigen Stelle runterfallen. Und dann müssen wir die Tür öffnen.
du hier mal hoch. Ich glaube, hier dürfen wir noch nicht runterfallen. Müssen wir erst hier an der Tür. So, und jetzt. Loading. Sehr gut. Und dann sind wir schon im ersten Level, was ich dann auch mit dem Modi gemeinsam gespielt habe. In den 4-5 Discord-Aufnahmen. In den Bergsteiger-Level. Da gibt es drüben auch noch so eine Höhle, wo man reingehen kann und diese ganzen Kristalle holen kann. Das machen wir heute nicht. Wir wollen hier ganz schnell zum Ziel kommen. Beim Speedrun lassen wir ja auch mal was links liegen. Könnte man vielleicht dann noch mal einen einzelnen Level machen, noch einen einzelnen Stream, wenn man das irgendwann mal will. Wenn ich halt alle Sachen, zum Beispiel die Kristalle dort in der Höhle sammeln will, dann machen wir dann können wir halt nicht den Anspruch haben. Oh, jetzt habe ich mich verwundert, dass ich es geschafft habe. Dürfen wir halt nicht den Anspruch haben, Speedrun zu machen, wenn wir wirklich die ganzen Extras finden wollen. Lol, das funktioniert. Was funktioniert? Kommandant Lars, was funktioniert denn? Meinst du das Level skippen? Manche Levels kann man wirklich skippen. Die letzten Levels habe ich ja. Man kann sich theoretisch an der Mauer langhangeln und dann schnell ins Ziel springen. Man muss die ganzen Rätsel gar nicht lösen, also wenn man es richtig hinkriegt. Kann man die Sachen einfach links liegen lassen. Kann man einfach ignorieren. Auch den müssen wir nicht verschieben. Man muss nicht die Türen öffnen. Nee, muss man nicht. Man kann einfach hier. Auch da kann man theoretisch hochrangeln in den Mauern. Die Spiele lassen sich einfach so beenden. Und wenn du ans Ziel kommst, du musst die Tür nicht öffnen. Na gut, das verschiebe ich jetzt hier mal. Das wäre eigentlich keine dumme Idee. Eigentlich mit dem Hangeln kannst du auch einige Level einfach komplett skippen. Mit diesem, dass du dich an der Wand hängst, werde ich bestimmt noch ein paar Mal präsentieren. Das Hangeln ist einfach, wenn du hochkletterst, dann hast du einfach. Manche Levels bestehen auch einfach nur daraus, dass da einfach eine Wand am Start ist, die du nicht ohne Klettern überwinden kannst und damit, ja. Wenn du dann kletterst, hast du halt. Ich glaube, das nächste Level, was hier kommt, das Destruction Level, das kannst du sehr schnell überspringen. Kannst du wirklich. Mit dem Klettern kannst du da. Nee, das nicht mit dem Klettern. Aber mit dem. Da kannst du halt durch ein Fenster durch das du eigentlich nicht sollst. Und dann kannst du halt dort. Einfach über das Level drüber durchspazieren. Das ist einfach bequem. Alle Rätsel zeige ich euch gleich mal. Hier gibt es ein paar Abkürzungen. Das Level ist sowieso. Das kannst du sowieso schon automatisch in 2-3 Minuten hinkriegen. Das erste Level hier ist so schwer gar nicht. Ist durchaus möglich. Also es ist. Dass wir das jetzt hören, heute in der Stunde schaffen, ist nicht unmöglich. Kann sein, dass ich mich hier, wie gesagt, gerade am Wasserlevel werde ich mich schwer tun. Aber ja. Manche Level lassen sich, also das Steam-Level, das, ja. Beim Eislevel, das kenne ich noch nicht so gut. Das habe ich erst einmal gespielt, mein 5. Squad. Da weiß ich noch nicht, wie ich da durchkomme, aber
So, hier könnte man jetzt die ganzen, für die Errungenschaften würde man jetzt hier die Box hier rauswerfen, die Lautsprecher und so weiter. Hier kann man jetzt einfach durch die Tür durchgehen. Haben wir das vierte, fünfte Level schon geschafft. So, Destruction. Jetzt haben wir hier das Destruction Level. Prinzipiell können wir das hier auch schon skippen. Können wir hier einfach mit den Matratzen die Wand hoch. Müssen wir gar nicht durch die verbretterte Tür durch. Obwohl doch, das müssen wir. Das müssen wir. Weil sonst kommen wir an anderer Stelle nicht weiter. So. Ups. Und hier mal. Das gehört zum Spiel dazu. Und jetzt anstatt der Pfeil zeigt nach rechts, anstatt die rechte Wand zu zertrümmern, gehen wir mal nach links. Da zerbricht schon das Glas. Und jetzt bewegen wir die Lore weg. So, bleibst du mal hier. Und jetzt stapel ich da mal ein paar Kissen hin. So. Drei dürften reichen, wenn sie ordentlich übereinander liegen. Na. Fall um. Stoppt einer die Zeit? Guck mal, wie lange ich dafür brauche. Hätte jemand am Anfang stoppen müssen. Ja, man sieht es ja dann am Stream, wie lange der gelaufen ist. Okay, vielleicht schaffen wir es sogar so. Das war jetzt eigentlich nicht geplant. So, hier. Kommen wir hier mal rein. Und ja, ab hier können wir eigentlich. Hier soll man eigentlich nicht durch. Also hier kann man durch. Ist programmiert. So ist es nicht. Aber so kann man halt das ganze Spiel skippen. Muss man halt aufpassen, wie man durch die Türen läuft, weil wenn du Pech hast, fällst du falsch runter und dann bist du gesoftlockt. Also gerade beim Skippen von Levels musst du aufpassen. Ja Mensch, jetzt hier. Karacho. So, jetzt können wir hier hoch. Ich nehme die Glasscherbe mit. Jetzt können wir hier hoch. Mein Hals kratzt ein bisschen. So, hier hoch. Jetzt sparen wir uns mal die ganzen Rätsel, die wir hier unten haben. Und machen hier mal hops. Dann können wir hier mal ganz vorsichtig sein und hops, hier auf die blaue Röhre drauf und nicht runterfallen. Theoretisch kann man drauf laufen. Runterfallen wäre hier kritisch. Dann ist man nämlich in einem dieser Räume drin, dann hat man schon verloren. Dadurch, dass ich die anderen Rätsel nicht gelöst habe, wäre das hier kritisch. Also hier. Von den Räumen ist man dann gefangen, dann kann man das Spiel neu starten. Nö.
möglichst nicht abstürzen. Und jetzt ups. Und da sind wir schon am Ziel. Müssen wir nur noch hier hoch auf die Mauer, damit wir richtig runterfallen. Na komm. Da hänge ich mich mal hier jetzt hoch. In der Hoffnung, dass ich da drauf stehen kann. Verdammt. So. Kann ich hier dran greifen? Kann ich. Na komm. Und jetzt hoch. Das ist eine dünne Fläche hier. Na komm. Da hängt er daneben. Gut, das raubt jetzt hier ein bisschen Zeit. Dieser Versuch. Das hätte optimaler sein können. Ach, weißt du was? Ich mach das letzte Rätsel hier. So schnell. So schwer ist das auch nicht. So hier. So, ich geh mal Brett drauf. Mensch. Ich kenne Zeit verplempern hier. Thema Speedrun. Nicht aufs Brett draufstellen. Zum Thema Scheitern. Was sagte ich? So, jetzt mal hier. Na. So. Hops. Ja gut. Ja, springen muss man können. Springen will gelernt sein. Das ist manchmal ein bisschen. Ups. Letzter Stream vom Urlaub übrigens. Kann ich jetzt auch mal sagen. Ich bin dann im Urlaub und werde am Sonntag nicht mehr streamen können. Der nächste Stream ist dann am 12., am Mittwoch, den 12. wieder. Ab 10. kommen dann wieder Videos auf meinem Kanal Daily Upload. Und ab 12. wieder Livestreams. Jetzt habe ich den Hebel abgerissen. Das war so gewollt. So, jetzt machen wir es mal wieder Spiel. Es will. Und dann gehen wir uns mal da durch. Und ups.
Giovanni Bau. So, was kommt jetzt von Level? Ah, das Bulk-Level. Okay. Stein. Vorteil ist, wenn man die Level schon kennt, dann muss man hier nicht lange irgendwo experimentieren. So. Können wir darüber? Können wir nicht. Das ist ein Schloss vor der Tür. Ich will mal die Gitter sprengen. So. Na komm. Naja, das dürfte reichen. Na komm, und durch. Sehr gut. Nee, da wäre tatsächlich kein Schloss davor gewesen. Und hätten wir es auch nicht rüber geschafft. Egal. So, was ist der schnellste Weg? Ich versuche es mal hier über die. Über die Treppe, über die, über den Weg hier. Jo. Können wir uns da schon rüber heilen oder? Könnte sein. Hier schon rein können. Jo, hier sind wir im Innenhof. Ja, das brauchen wir gar nicht, eigentlich gar nicht aufzumachen. Machen wir trotzdem. Gut. Theoretisch müssen wir doch hier auch hier mal rüber können. Da mal die ganze Scheiße skippen. Vorausgesetzt, man kommt darüber. Die ganze Sache mit den Laternen und so weiter, das, nee, das würde ich ganz gern mal skippen. So, hier kommen wir am besten darüber. Vielleicht über aufs Dach klettern. Das wäre eine Option. Einige Sachen probiere ich auch jetzt gerade erst zum ersten Mal aus. Ob sie wirklich gehen. Wie zum Beispiel das hier gerade. Schwingen kann man jetzt hier nicht wirklich. Hoppla. Sein Mann springt dort in der Mitte. Lass dem Zwerg die Zeit beim Klettern. Theoretisch könnte man auch. Ach Mensch. Beherrschung. Ja gut, für diese Levels haben wir halt jeweils eine halbe Stunde gedauert. Braucht für 5 Discord. Das hat halt hier. Für das Gebirge-Level, für das Level davor und jetzt für die Burg, da haben wir auch wieder
jeweils eine halbe Stunde gebraucht. Das ist richtig, ja. Ist auch schon 19.24 Uhr. 18.24 Uhr. Ja gut. Schauen wir mal. Klettern muss auch gekonnt sein. Ja. Früh übt sich, was man Kletterer werden will. Ich weigere mich, das Level so zu machen, wie es gemacht werden soll. Können wir hier irgendwo durch die Gitter durch vielleicht? Versuch wäre es wert. Ne, das wird wohl nix. Vielleicht können wir uns da unten besser langhangeln. Und ups. Hier oben drüber. An der Wand lang. Für das eine Level braucht man ja sogar diese Kletterei. Das eine, was mittlerweile sogar offiziell ist. Das eine Level von, was ich mal mit Lars gemeinsam gespielt habe. Hier das, was ich auch mal gestreamt habe von einer langen Zeit. Das Thermal-Level. Da braucht man. Da braucht man die Kletterkünste hier. Hier können wir uns vielleicht draufstellen. Ja, sehr gut. Theoretisch könnte man auch da schon drüber springen. Nee, das wird wohl nix. Na komm. Immer eine Maustaste festhalten. Na komm. Und. Nee, das Thermallevel. Nicht das Maya-Level, sondern das Thermallevel. Ja, das Maya-Level, das kann man auch. Das kann man auch sehr leicht skippen. Dadurch, dass man die ganze Sache mit den Hämmern nicht macht, sondern da gleich quer geht, ist das auch möglich. Ich meine, das, wo wir da am Abhang lang geklettert sind, wo da bist du erst spät dazugekommen, aber da war ich schon fast am Ende und habe ich dich erst später dazu eingeladen. Das, wo du nur kurz mit dabei warst. Nein. Na komm. Na komm. Puh, sehr gut. Ich mach mal lieber das Schloss hier auf. Kann ich das aufbrechen? Damit ich hier nicht nochmal hangeln muss. Ich habe keinen Stein dabei. Oh doch, hier. Nehmen wir als den Stein. Na. Präzision. Sehr gut. Nochmal die Tür auf. Mach's Türchen auf. Sparen wir uns, glaube ich, die ganze Sache mit dem aufs Haus geklettert und den Waren darüber gezerrt und dem an den Leuchten dort hier diesen ganzen, die ganze Passage hier mit den Laternen sparen wir uns jetzt hier. Wir müssen dann eigentlich außen rumlaufen und dann hier, so wie ich es gerade gemacht habe, aufmachen. So kommen wir da irgendwie raus. Nö. Oh, 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 oh. Hier geht doch was. Na, ich glaube eher nicht. Ne, lassen wir mal.
Ja, kann man das auch da. Hast du Abendbrot gegessen? Kommst vom Abendbrot essen. Ich kenne dich doch, du Mann da. Warst Abendbrot essen? Oder noch nicht? Nee, normalerweise ist um 18:30 Uhr. Das ist jetzt. Normalerweise gehst du mit im Stream. Ja, mei. Das machen wir aber Bullshit. Na komm. Was machst du, Zwergi? So, da vorne hin. Da hier rüber. Hier einmal zum. Ja, komm, nein. Ja, hier, einmal. Ah. Die steuern sich so richtig scheiße. Und das frisst hier Zeit. Hier muss es hin. Na komm. Kommst du mal mit? Kommst du mit Wagen? Die Achsen stehen quer. Kann das hier nichts werden. Komme ich hier vielleicht irgendwie hoch? Um das Hausdach. Ach Mensch, 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 Mensch. Ich versuch's gleich wieder außen rum. Bin hier gerade blockiert, also ich komme jetzt hier gerade nicht. Das ist eine innere Blockade. Ich will hier einfach nicht am Wagen hochkommen. Na komm. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig, Zwergi, ist nur ein Wagen. Brauchst du keine Angst vorhaben. Oh, ups, kann man das hier überspringen? So viel zum Überspringen. Das Springen war nicht unverfletzt schon immer meine Schwäche. Gut. Dann klettern wir halt. Ja, das Level braucht auch seine Zeit. Das Cursor-Level. Greift doch mal dahin, da wo ich hin will. Und hops. Und hier Wand ist äußerst schlecht zum Klettern. Na komm. Können wir gleich hoch. Zwei klettert durchs Spiel. Na komm, jetzt sind wir fast da. Na komm, jetzt sind wir fast da. Und hochziehen. Und rüber. Sehr gut. So, wo sind wir hier? Da müssen wir lang. Können wir vielleicht auch
überwinden. Wenn wir irgendwie außenrum gehen, wäre auch eine Möglichkeit. Letztendlich müssen wir dorthin zum Tor. Okay, ich versuch's mal. Theoretisch an der Mauer lang. Wäre eine Möglichkeit. Da müssen wir hin. Da ist das Ziel. Hier vielleicht hoch. Da ist doch so ein Absatz schon. Bietet sich an. Ich habe das Gefühl, manchmal will das Spiel auch, dass man überspringt. Also manche Sachen sind bewusst so angeboten, dass man sie skippen kann. Oder die Entwickler haben nicht aufgepasst. Versteht da, wenn man halt ein Labyrinth entwickelt. Ein Labyrinth baut, dann denkt man ja auch nicht daran, dass jemand eine Leiter mit hat und eventuell oben drüber läuft. Es ist ja, kann ja auch sein, dass die Entwickler da einfach nicht so weit gedacht haben, dass man da die Außenmauer zum Spazieren verwenden kann. Das ist natürlich die Kletterfunktion, die ist, ja, die gibt's, die wurde programmiert, aber deshalb kennst du das ja. Aber die ist halt manchmal nötig für manche Sachen. Mit den manchen Levels gibt es, glaube ich, auch. Aber ich glaube, das sind nur die Lobby-Levels, also die nicht regulären Hauptspiel-Levels. Das haben manche Lobby-Level-Entwickler bedacht und haben die Map an manchen Stellen aufhören lassen, dass du halt da einfach nicht drüber klettern kannst. Halt hier, wenn du auf die Zinne, ist halt dann hier eine unsichtbare Wand hast, die dich da nicht lang lässt. Also bei AAA-Titeln gibt es da auch, hast du da auch unsichtbare Wände, die dich nicht auf einer Mauer drauf lassen. Ach, Dreck, was ist denn jetzt hier los? Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Was ist denn hier passiert? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Na komm. So. Und was habt ihr so vor die nächsten Wochen? Was wollt ihr am Mittwoch und am Sonntag machen, wenn keine Streams von mir kommen? Ich bin im Urlaub, bin im Ausland. Nach Dänemark geht's für mich. Was treibt ihr so Schönes? Meinen anderen Kanal besuchen, andere Livestreams gucken. Vielleicht streamt der Modi ja bald wieder. Hat ja gesagt, der kriegt jetzt einen neuen PC bald. Könnte man bei Modi auf dem Kanal, auf Twitch wahrscheinlich, bei ihm. Könnte man bei Modi auf Twitch vorbeischauen. Wollte ja 18 Uhr streamen, wenn er einen neuen PC hat. Der spielt dann solche Sachen wie Skyrim und
solche Sachen halt. Skyrim habe ich bei ihm gesehen. Da hat er mal einen Part zugeladen. Gefühlt ein Part. Nee, nee, nee. So soll es nicht. So, und der spielt die ganzen cooleren Spiele. Also wäre da wirklich. Ich glaube Batman, PS4 Batman oder so, hat er letztens mal auf seinem Kanal gemacht. Vielleicht kommen auch mal wieder Videos bei dem. Na komm, ja, das ist doch jetzt hier. Da kommen wir hoch. Beide Arme hoch. Beide Arme hoch. Ich muss mich jetzt hier konzentrieren. Na komm. Ich verbringe hier wahrscheinlich mehr Zeit mit Hangeln und Klettern, als dass ich brauchen würde, um das Level normal zu schaffen. Das befürchte ich fast. Wird wahrscheinlich schneller gehen, wenn ich das normal schaffe. Obwohl auch nicht. Weil manche Rätsel sind, würde ich wahrscheinlich mehr Zeit mit verbringen. So, jetzt hier mal rüber. Na komm, das sind doch, das ist jetzt hier schon zum Greifen nah. Na komm. Noch ein bisschen höher. Können wir doch hier eigentlich gleich rüberspringen. Rüberschwingen. Das Geheimnis ist nicht, die Maus loszulassen. Die Finger so sehr zu verrenken. Also bei langen Klettereien tut das ja wirklich weh. In den Fingern. Ja, dann schon. So lange die rechte Maustaste fest drückst, dass du dann halt hier wirklich schon Krämpfe kriegst im Finger. Ja, schon mal vor Flats tut manchmal in den Fingern weh. Bei der Maus. Die Mausaktion hier. Na komm, na komm. Wir eigentlich stehen wir hier schon fast drüber. Na komm. Na komm rüber hier. Na komm. Mach jetzt keinen Bullshit. Mach keinen Scheiß. Nee, ich komme irgendwie nicht rüber. Nicht so ganz. Das will nicht werden. Noch ein bisschen höher und wir sind oben auf der Zinne. Dann können wir von dort aus. Ich kann ja halt wirklich nicht schwingen. Jetzt habe ich hier den Arm am stundenlanges an der Stelle sitzen. Kann ich hier vielleicht jetzt auf die Stufe? Eine Stufe höher. Hier drauf greifen. Mit dem anderen Arm. Und jetzt hier. Na komm, sehr gut. Finger dehnen. So, hier mal rein. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Theoretisch können wir dann hier weiter. Das Rädchen verrät mir doch, dass das eigentlich gewollt ist. Wie kommen wir jetzt darüber? Und dem Spiel zu gehorchen. Jetzt hier nicht wieder runterfallen. Das wäre jetzt nicht so toll. Das wird mir jetzt nicht gefallen. Was denn?
Na klaro. Okay, vielleicht können wir da von Rüben da. Da kann man ja rüber. Okay. Alles halb so wild. Das ist ja spielgewollt, dass man hier. Eigentlich hochkommt. Gut, mit dem Speedrun wird es heute nichts mehr, weil ich jetzt hier in dem Level festhänge. Das war aber abzusehen. Das jetzt hier. Ich habe mir gesagt, wenn ich bis zum Wasserlevel komme, bin ich gut. Da habe ich euch heute hier gezeigt, wie man das Castle-Level und wie man das andere Level. Das Burglevel hier. Es gibt. Und jetzt komme ich hier nicht hoch. Da haben wir nochmal zurück. Das ist jetzt hier nicht. Nö. Ich will nicht mehr klettern. Meine Finger tun weh. Vor allem an so kleinen Stützeln hier nicht. Habe ich keinen Bock hier, ohne wirklich richtig schwingen zu können. Na komm. Das ist übrigens noch nicht das Ende des Levels. Das geht da bei der Windmühle noch weiter. Aber ja. Hey, ups. Und sonst so. Wie geht's dem Chat? Wie geht's dir, Lumanda, heute? Heute noch was vor. Ich ja scheinbar nicht mehr. Ich werde jetzt diesen Stream noch hoffnungslos überziehen. Dann vielleicht noch das Level schaffen, das nächste. Ja, durchschaffen wir es heute auf keinen Fall. Das kann ich schon. Das kann ich schon verraten. Und wenn nicht noch ein großes Wunder passiert, schaffen wir das heute hier nicht mehr. Unmöglich war es nicht. Unmöglich ist es nicht. Aber ich hänge hier halt zu lange an bestimmten Stellen. Ich kletter hier zu lange an. Ich bin ein langsamer Kletterer. Das ist die Sache. Theoretisch muss man das hier schneller schaffen. Gerade hier auch in den Turm reinzukommen. Es darf keine 2 Minuten dauern. Hier darf man nicht runterfallen. Wo sind wir jetzt? Auf welcher Seite müssen wir raus? Hier nicht. Hier auch nicht. Hier nicht. Das sieht gut aus. Aha. Aha. Wo sind wir hier gelandet? Ist ja ganz weit falsch. Ich glaube, da geht's ganz normal. Mir geht's nicht mehr ganz so normal. Ich wundere mich, was ich hier mache, was ich hier veranstalte.
ist ja ein historischer Speedrun-Versuch. Wie man das so sehr verkacken kann. Ist auch wieder was wert. So, hier, komm, das ist hier doch das. So, Saving. Sehr gut. Ohne das Tor zu öffnen. Und jetzt machen wir mal hier. Kann man da lang klettern? Kann man. Die Frage ist, kann Zwergi das? Scheinbar kann er das nicht. Okay. Da will er nicht hinfassen. Ah, doch, will er. Na komm. Na komm. Mach nicht mehr Scheiß als eben nötig. Gang, der wird mir auch schon schwindelig. Zur Mühle müssen wir rüber. Es wäre vielleicht leichter hier mit der Lampe rüber zu schwingen. Ich suche auch hier die Herausforderung. Und ich hasse Lampen. Ich suche hier auch mal den Weg, der nicht vorgesehen ist. Der nicht beabsichtigt ist. So, kommen wir da irgendwie rüber? Ja, wahrscheinlich leichter übers Windrad. Da ist auch schon das Ziel. Wenn wir da jetzt elegant runterspringen würden. Eigentlich hätten wir auch von dort einfach hier rüber klettern können, dass sie ans Ziel kommt. Das wäre vielleicht der Weg gewesen. Das wäre durchaus machbar gewesen. Na. Da wollen wir nicht lang. Und hops. Na komm. Hier rüber. Jetzt wollen wir eigentlich hier rüber. Können wir da schon lang? Oh. Können wir. Und na komm. Ja gut. Wie wäre es denn, wenn ich jetzt hier das Brett nehmen würde? Das mal als Sprungbett missbrauchen würde. Zwei missbraucht Bretter. Was denn? Steht ein Amboss drauf. Bin ich stark. Hab grad einen Amboss hochgehoben. Die Dinger wiegen unendlich viel. Das ist hier. In Videospielen geht das immer sehr gut. In Minecraft und in anderen Spielen. Habt ihr mal versucht, einen echten Amboss anzuheben? Ich hab's schon mal versucht. Das ist. Der wiegt ein paar Tonnen oder. So ist ja. Festes Metall.
Na, sehr gut. Eigentlich brauchen wir das Brett auch nur einmal. Deshalb können wir prinzipiell vor dem Baumstamm da drauf rollen. Eigentlich können wir das so verfremdzwecken. Und hier, na komm. Sehr gut. Okay. Und auf die Größe des Ambosses an. Ja, wenn es ein ganz kleiner Zwergenamboss ist, ist dann so ein 1x1 Meter großes Ding. So ein 10 cm Amboss. Na, ich meine, von so einem typischen Schmiedehammer, wenn er halt da so ein richtig, also in der Schmiede steht, so ein Klotzding. Ach Mensch. Na hier. Man muss als erstes mal die Zugbrücke runterklappen. Oh, tops. Yahoo. Na komm, vielleicht schaffe ich es jetzt, mich da durchzuschießen. Das wäre ein Traum. Na komm. Da drüben gibt es auch noch eine Höhle, die man hätte machen müssen. So, hier. Und so, jetzt versuchen wir mal hier runterzukommen. Runterhangeln. Nein. Da sind wir am Ziel. Sehr gut, Level geschafft. 1857. Naja, gut. Das Wasserlevel. Besagtes Wasserlevel haben wir erreicht. Theoretisch können wir auch jetzt hier nochmal ein paar Errungenschaften mitnehmen. Nämlich jetzt hier mit dem Paddelboot zum Kutterfahrer. Zum großen Dampfschiff. Das habe ich auch noch nicht. Könnte ich mir jetzt noch eine Errungenschaft mitnehmen. Die große Errungenschaft Speedrun werden wir jetzt heute wohl nicht kriegen. Auch wenn ich jetzt noch überziehe. Und bis 20 Uhr mache. Na komm, die Sache machen wir jetzt. Und dann versuche ich mal an dem Rad hier hochzuklettern, was noch nicht in Betrieb ist. Ja, mit den Rudern kann man rudern. Mordi. Guten Tag, Mordi. Speedrun, das hätte ich von dir jetzt nicht erwartet. Naja, so ein halber Speedrun, Mordi. Ich bin gerade beim Wasserlevel nach einer Stunde. Also kann man jetzt nicht wirklich Speedrun nennen. Also One. Es ist ein One. Weniger Speed, mehr One. Es gibt ein paar Levels. Also immerhin. Ich bin jetzt schon beim Wasserlevel. Nach einer Stunde. Das ist immerhin. Und jetzt mache ich auch gerade was, was ich beim Speedrun eigentlich nicht machen würde. Ich hole mir hier das Achievement. Gehe jetzt hier. Ich schüpfe jetzt hier mit dem Boot durchs Gewässer.
Spielst du regulär oder skippst du dich durch? Ich skipp mich durch. Also gerade nicht, aber gerade versuche ich hier zum Boot zu kommen. Zum Schiff zu kommen mit dem Boot. Aber ansonsten skippe ich mich durch. Werde ich auch gleich mal versuchen, dort am Rad hochzukommen. Da werde ich gleich mal hochklettern. Den kürzesten Weg zum Ziel finden. Ich skippe mich durch. Deshalb bin ich auch schon hier. Wir haben ja im 5 Discords immer für ein Level haben wir eine halbe Stunde gebraucht manchmal. Deshalb bin ich auch jetzt hier schon beim 6. oder 7. Level. Weil ich es halt durchskippe. Das könnte man jetzt zweideutig verstehen, wie der da rumhüpft. Ah, okay, du wirst das noch am Router erstellen. Verstehe. So ungefähr. Ja, ich hüpfe gerade. Vor allem das mache ich. Ja. Die Errungenschaft hole ich mir. Mit dem Paddleboot zum Kutter. Und sonst so. Ich halte jetzt hier einfach die Shift-Taste gedrückt. Space-Taste. Und jetzt geht es ein bisschen schneller. Errungenschaft freigeschaltet. Rudert, rudert, rudert euer Boot. Und jetzt wieder zurück. Und versuche ich mich am Rad hoch zu. Einen Dampfer wollen wir ja gar nicht. Achievement geholt. Wieder zurück. Rekord liegt übrigens bei 6 Minuten 42, habe ich ge ja, any Prozent, any Percent, ich weiß. Habe ich gestern noch auf YouTube gesehen, es gibt einen, der hat das in 45 Minuten gemacht. Also einer der Normalos, der das in 45 Minuten geschafft hat. Ja, die richtigen, obwohl ich habe jemanden gesehen, der 5 Minuten irgendwas hat. Das glaube ich gar nicht, dass das der Rekord, ich habe ein Video mit 5 Minuten 30 oder sowas gesehen. Jetzt versuche ich mich mal hier ran hochzuklettern. Weil da drüben ist ja das Ziel. Da oben auf dem. Vielleicht kriege ich dann auch noch das Achievement für Kopfsprung hin. Das wäre auch noch cool. Wenn ich das schaffen würde. Naja. Modi sagt das. Naja. Modi, ich habe den Zuschauern jetzt schon gesagt, dass am Sonntag, dass in den nächsten Wochen bei dir mal Livestream gucken sollen. Ich bin ja im Urlaub. Ich kann nicht streamen. Ist dein neuer PC schon gekommen? Hast ja gesagt, du willst streamen, du willst streamen, sobald der neue PC da ist. Wie sieht's aus? Kann ich den Glummern dazu dir schicken, wenn ich im Urlaub bin? Was willst du denn streamen? Willst du Skyrim streamen? Ich kenne nur Skyrim und Batman von dir, Modi. Och Mensch, was ist denn jetzt hier? Was stelle ich mich jetzt hier an? Gut.
Das ist nicht gut. Na komm, und jetzt hier anderes Händchen. So, da bin ich hier schon mal weitergekommen, als ich aufs Screen gekommen bin. Als ich das hier mal probiert habe. Hier nicht runterfallen. Hops. Gefährliche Sache hier. Wenn sich das Ding dreht, ist das natürlich viel einfacher. Und dazu müssen wir auch erstmal das den Rest des Levels. Ach du Heilige. Schaffen. Den Rest des Levels schaffen. Um hier mit dem Rad fahren zu kommen. Schwerer als es aussieht. Verdammt. Sind wir wieder ganz unten. Ja, das sollte eigentlich auch nicht passieren. Das zum Thema Speedrun Mordi. Das dazu. Also, nenn es wie du willst. Das zum Thema Speedrun. Ach, da komme ich niemals hoch. Kann ich hier irgendwo am. Ist hier leichter am Berghang. Mensch, Mensch, was machst du denn? Mensch, Zwerg. Hier ist die Seite noch glatter, du kommst halt nicht hoch. Hier am Berg hochrennen. Fernalternative. Nö. Ja, mit dem Angeln tue ich mich immer noch schwer. Ja, hey. Speedrun. Das schneide ich dann nachher auf YouTube so zusammen, dass es aussieht, als hätte ich das in 6 Minuten geschafft. Das mache ich dann im Videoschnitt. Lass das dann ganz schnell aussehen. Hey, Weltrekord gebrochen. Nur in 4 Minuten. 4 Minuten 20. Dabei waren es 4 Stunden 20. Mit zweifacher Geschwindigkeit. Wahrscheinlich fünffache Geschwindigkeit muss man da. Oder achtfache Geschwindigkeit reinmachen. Und dann fällt es wieder auf. Naja. Ist ja nur ein Speedrun-Versuch, wie es in der Videobeschreibung steht. Ist mein erster Speedrun. Ich versuche hier mal ein bisschen. Ist ein Skip-Run.
Das ist es. Versuche möglichst schnell ins Ziel zu kommen. Nein, nicht runterfallen. Das ist noch zu glatt. Da muss noch höher. Na komm. Mod, jetzt sag mal an. Wie sieht es mit deinem PC aus? Dem neuen PC ist auch schon angekommen. Ich komme hier nicht weiter. Sieht so aus, als wolle das Spiel nicht, dass wir da. Nee, das ist. Das will nicht. Doch immer Rad weiter. Na gut, hier sind wir halt beschäftigt. Habe ich ja schon Anfang des Streams gesagt, dass ich mich hier am Rad noch ein bisschen schwer tue. Dass mich das killen wird. Versuche hier am Rad hochzukommen. Möglich ist es. Alles ist hier möglich. Ich mache hier nur mal. Was mich angeht. Hier ist viel mehr möglicher als es aussieht. Bin hier noch vergleichsweise schlecht drin. Meine Erfahrung mit dem 4.5 Discord, die macht mir hier so ein bisschen, ja, dass ich doch schon das ein oder andere kann. Als Meister daran würde ich mich noch lange nicht bezeichnen. Na komm, sonst steige ich gleich in das Boot rein und schippere. Macht das Level doch noch zu Ende. Ach Mensch, das ist. Ich habe jetzt hier gleich keine. Platz hier gleich zu kragen. Ich habe hier gleich hier keine. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Verliere gleich die Laune. Das geht am Ende noch schneller mit. Kompletten Level schaffen. Als wenn ich jetzt hier die Abkürzung nehme. Wahrscheinlich wären wir auch schneller unterwegs, wenn wir die Levels normal machen würden. Das denke ich doch. Vor allem das Level. Am Schiff waren wir ja schon drüben. Mittlerweile. Ja, Juti. Nee, da komme ich so nicht hoch. Muss ich höher greifen. Halli, jetzt. Und hier zu hangeln, das ist auch eine Sache. Na. Machbar, Herr Nachbar. Auf halber Höhe sind wir doch schon. Na komm. Jetzt versau's nicht wieder und spring nicht wieder runter, Zwergi. Sonst krieg ich hier noch einen Schreikampf. Ja,
Es ist mit dem Greifen und der Spielsteuerung und weniger entspannt als es aussieht. Und dann noch die Dreidimensionalität, dass du hier gucken musst, wo du lang springst. Dann gehen die Bretter da nach vorne, dann musst du hier ein bisschen zurückspringen und. Ei. Was zum Teufel tust du gerade? Das Rad hochklettern. Das verdammte Rad hochklettern. Und ans Ziel kommen. Und ab und zu mal runterfallen. Verfickte Rad hier hochklettern. Aber ich lasse es auch jetzt bleiben, nachdem ich es eine halbe Stunde probiert habe. Da komme ich im Leben nicht hoch. Ich fahre jetzt mit dem Kutter. Machen wir das Level regulär. Dann brauche ich halt eine halbe Stunde noch für. Die Zeit haben wir jetzt. Ja, Mordi, du kannst das alles besser. Generell können Zuschauer das auch alle besser. Generell. Lars kann das sowieso am besten. Die glaube ich sogar, Mordi. Jetzt, weil wir das gemeinsam gespielt haben. Kannst du das wirklich besser? Ich stelle mich ja blöd an, Mordi. Es ist aber. Ja. Nichts Außergewöhnliches. Ich stelle mich in Spielen gerne blöd an. So, jetzt hier mal ein bisschen abkürzen. Da kann man doch bestimmt hier. Kann man nicht oder kann man? Ich war irgendwie durch. Es wäre doch eine Sache, wenn wir hier durchkämen. Dazu ist das Boot zu klein. Zu groß sind wir hier gleich bei der Gondel. Ich reinspringe. Ah, sehr gut. So geht's auch. Komm. Müssen wir zumindest nicht das ganze Level machen. Mal durch. Saving. Das ist gut. So, dann sind wir hier. Dann können wir den. Können wir doch noch die Sache aktivieren. Das Wasserrad. Du musst über die waagerechte Strebe zur Mitte klettern. Dann über die Schräge nach oben klettern. Ich habe jetzt einen anderen Weg gefunden, Mordi. So groß ist der Delay doch nicht, oder? Es sieht doch der Kette hier. Na gut, vielleicht ist die Kette doch notwendig. Ich muss mal gerade einen Schluck trinken. Stream schon trockenen Hals. Hydriert euch. Na komm, jetzt hier. Immer schön hydrieren. Nicht vergessen. Auch ihr im Chat jetzt mal. Jetzt jeder einfach mal ein Schlückchen Wasser trinken.
Oder was anderes, was ihr gerade griffbereit habt. Ah. The fuck? Da ist mir gerade eine Fliege vor die Bolle geflogen. Ohne Witz. Ich habe eine Coke gesoffen, das muss reichen. Ja, ich trinke auch Apfelschorle. Ja, ich weiß ständig nur, ich ernähre mich nur von Apfelschorle. Ich weiß, nicht das Gesündeste. Aber es könnte auch Coke sein. Muss ich trinken Coke. Wenigstens die richtige oder Coca-Cola Zero oder Zero, ja, Zero oder am besten noch Light. Also das ist Coca-Cola Light, also da kann man auch das Zero verstehe ich, da kann man, da hat man keinen Zucker drin, das ist verständlich, aber Light, das ist ja ein bisschen weniger Zucker drin. Du kannst auch, ich meine, es ist sowieso Coca-Cola, kannst auch. Ja, das kannst du entweder lassen oder die normale trinken. Das ist, ja. So hier. Machen wir mal so hier. Ich hole mal die Luftmatratze ran. Sonst muss ich da unbequemerweise an einem Holzbrett. Ist mir auch schon passiert. Die richtige, ich bevorzuge aber Cherry Vanille oder Lim Lime. Leim, Limmer, keine Ahnung, Englisch. Ja, dann ist es nicht die richtige. Mit Vanille trinkst. Ist das nicht das Original? Dann trinkst du die Vanille-Cola. Ist wie Fanta Grapefruit. Das kannst du auch. Fanta, sowieso. Ja, ich trinke gerne Fanta. Ich bin Fanta-Trinker. So, festhalten. Abwärts geht's. Da dreht sich das Rädchen. Na komm. Na mach schon. Oh, jetzt hier, jetzt hier. Halt. Ach, verdammt. Hätten wir eigentlich die Abkürzung nehmen können. Saving. Und jetzt geht's hoch. Fanta Mystery. Ja, gut. Ja, die normale Fanta trinke ich. Nicht den Misch. Irgendwie die normale Orangen-Limo. Das Original. Seit 1837. Na komm jetzt hier. So kriegen wir jetzt noch den Kopfsprung hin. Das wäre sehr gut. Müsste mich gleich mal hinlegen. So, umliegen hier mal. Kriegen wir das hin?
Na toll. Da gibt's auch noch eine Errungenschaft für, wenn du damit Kopfsprung reinspringst. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber was mache ich gerade? Ja gut, dann halt kein Kopfsprung. Oh, das Level hier. Ja gut. Wir brauchen das Kabel trotzdem. Ich mache jetzt hier mal. Da kann man hier auch viel machen. Indem man die Kabel. Na komm, ich wollte hier mal den Router blockieren. Na komm, lass mal sein. Ziehen wir einfach die Kabel raus. Tun wir einfach mal so, als wäre das ein Human for Flat Platin, beziehungsweise alle Stream Achievements One und kein Speedrun, okay? Und dann habe ich aber auch einiges falsch gemacht, weil alle Achievements, das kriege ich auch nicht hin. Ah ja, ist einfach ein. Geben wir dem einfach einen neuen Namen, also wie bei den Z-Blocks, das ist einfach so ein Speedrun. Ein Zwergfuss-Speedrun. Hat nichts mit den normalen Speedruns zu tun. Das wollte ich übrigens gerade mal ausprobieren mit den Kabeln. Einfach mal rein. Da gibt es auch ein Speedrun für. Da gibt es eigentlich ein Achievement für. Dass das mal kurz schließt. Das Achievement habe ich schon. So, hier mal rein. Es ist ein Speedrun-Versuch. Ich hatte nicht den Anspruch, es auch zu schaffen. Ob wir das Level jetzt hier schaffen, ist sowieso eine Frage. Das hatte ich, als ich das letzte Mal offscreen gespielt habe, nicht so sehr geschafft. Na, rein damit. Rein mit dir. Es ist wie gesagt, du bist offiziell, egal wie schlecht du bist, Rekordhalter ist der aktuellen Any Levels Kategorie. Ich bin der Rekordhalter? Worin? Wieso sollte ich Rekordhalter sein? Ich bin so saumäßig schlecht jetzt hier. Bin jetzt hier bei 1 Stunde 28. Ach, erzähl doch keinen Blödsinn. Was passiert denn jetzt hier? Ich kann auch jetzt hier nicht, dass ich das Kabel in der Wand verfangen. Natürlich. Ist das wahr? Natürlich. Kommst du mit, blödes Kabel? Hat sich das Kabel jetzt wirklich in der Wand verfangen? Das steckt da in der Wand dran. Warum müssen wir halt hier rüberklettern? Modi, was redest du da für blöde Scheiße, dass ich der das Rekordhalter bin? Erklär mir das mal. Über die Kisten können wir rüberspringen.
Schatz. So, das kriegen wir jetzt auch mal hin. In dieser Kategorie, weil jeder Runner inklusive den Chinesen ab dem hier hinzugekommen Dark Levels aufgehört hat. Wenn du heute alle offiziellen Level schaffst, hast du faktisch den Rekord. Ich schaffe heute nicht alle Levels, Mordi. Und selbst wenn, dann habe ich den Rekord von 2 Stunden sonst was. Das wäre ja sehr schön. Das wäre ein großartiger Erfolg. Ich mache auch nur bis 20 Uhr. Ich werde jetzt dann wird auf 20 Uhr um 20 Uhr auf jeden Fall aufhören hier. Ich muss dann auch mal was futtern. Muss dann auch mal hier mich um mein Privatleben kümmern. Wir werden jetzt das Level wahrscheinlich noch schaffen. Dann ist Schicht im Schacht. Was kommt eigentlich danach? Jetzt reißt du hier immer wieder die Kabel raus. Das ist doch ehrlich. Na komm jetzt hier. Was ist denn, wo bin ich denn hier mit einer Konzentration? Das ist doch hier. Ist doch, ich werde jetzt hier mit Laufe des Spiels hier mal. Was mache ich denn jetzt hier für eine. Was lege ich denn jetzt hier für eine Sache hin? So, das nehme ich mal mit. Ist auch eine gute Technik hier. Weil ich damit hier die Tür öffnen kann. Ich kann auch damit mal die Tür öffnen. Denn darüber springen brauche ich jetzt nicht mehr. Die Tür ist offen. Hier mal den Ventilator drauflegen. So ist das wahrscheinlich sogar gefüllt. Dann nehme ich die Box noch weiter mit. Oh, hat schon gesaved. Na komm. Jetzt schieb die Kiste hier durch. So. Eine Errungenschaft gibt es dann später noch für die für das Umhauen der Statue. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen würden. Vielleicht komme ich da rüber, das wäre eine Idee. Nö, komme ich nicht. Okay. Da aber vielleicht, wenn ich jetzt hier aufs Band drauf springe. Vielleicht kann ich sowas überwinden. Du kannst das gesamte Level mit einem Sprung skippen. Na dann mit welchem? Verrat mir mal mit welchem. So, vielleicht komme ich da jetzt hier mal rüber. Habe ich hier schon eine Menge geskippt. Spring mal links an den ursprünglichen Ventilatoren vorbei. Da bin ich jetzt, was sagst du jetzt früh? Links an den
Spring mal links an dem ursprünglichen Ventilator vorbei. Okay, das wäre. Das will ich jetzt mal versuchen. Die eine Tür ist noch nicht offen. Links an dem Ventilator, ganz am Anfang meinst du. Dann schaffen wir vielleicht doch noch heute ein Level. Links an dem Ventilator, also hier lang, meinst du, Modi. Aha. Da fallen wir jetzt dort runter. Da komme ich dann theoretisch zu dem Kohle-Dings. Da könnte ich dann hinkommen, aber dann ist das Level noch nicht geskippt. Dann muss noch immer noch ein Rätsel machen. Bin ich immer noch nicht fertig damit. Ja, da kann man dasselbe Level skippen. Das gesamte Level nicht. Wenn ich da weit genug springe, dann komme ich da. Ich muss dann noch mit dem Buggy hochfahren und da eine Kohle holen. Wenn ich den Sprung hier schaffe. Vorausgesetzt, dass klappt. Dass das Kabel drin in der Wand. Hätte ich vielleicht auch durch die Wand gekonnt. Einfach durchglitschen. Na komm, das kriege ich jetzt hin hier. Da komm ich gehe ja immer weiter runter. Das ist nicht gut. Na komm. Nicht so weit runter. Nein. Loslassen. Tops. Das Kabel könnte jetzt mein Endgegner sein. Ja. Weil ich mich nicht am Abhang, sondern am Kabel festgehalten habe. Na komm, den Sprung schaffe ich doch. Satz mit X. Jetzt haben wir hier einen Safe Point, das ist halt ziemlich blöde. Müssen wir halt hier mal wieder zurück. Na komm. Ich springe halt immer dran vorbei, das ist die große Sache. Ach, wer ist eigentlich, können wir da ja, vielleicht können wir hier rüber springen. Guck mal an derselbe Stelle an. Machen wir das so. Ich kann mich auch darüber hangeln. Weniger kompliziert. So, und jetzt müssen wir noch dieses Tor aufkriegen. Na komm. Jetzt haben wir da doch drüben eine Batterie, die können wir uns holen. Saving.
Sehr gut. Was? Kann man da vielleicht irgendwas drauflegen? Kabel drum binden oder so, damit das bleibt. Ach nee. So, Dreck. Na komm jetzt hier. Bitte bleib, bitte bleib, bitte bleib. Sehr gut. Jetzt kannst du wieder. So. Jetzt haben wir doch die Batterie dazu. Und können. Machen wir jetzt hier. Meine Fresse. So, hier. Am besten beides gleichzeitig greifen. Dann müssen wir nicht zweimal laufen. Mensch, was machst du? Manchmal stelle ich mich auch an. Das kennt keine Grenzen. Die Sachen, wie ich mich hier anstelle. Blödheit. Dumm, dida, dida, dumm. Genau falsch. Ganz genau. Na komm jetzt hier. Elektrik. Profi-Elektriker am Werk. Das rote. Das runde muss ins Eckige. So. Ja, denke. So. Sehr schöne. Jetzt sind wir hier. Theoretisch können wir die Kohle jetzt hier schon so anfeuern. Die Fackel müssen wir noch von oben holen. Eigentlich brauchen wir nur die Fackel, wenn ich das nicht falsch sehe. Können wir eigentlich das jetzt hier schon ohne viel Kohle von oben beenden. Weil hier liegt ja schon Kohle dran. Müssen wir nur noch anfeuern. Gut. Den lass da mal stehen lassen. Der ist eh zu langsam. Ist langsamer als ich. Theoretisch können wir da ja auch lang. Versuchen wir da mal das Level zu skippen. Oder ist das dort die Endstelle?
Wo ist das Ende? Wo müssen wir hin? Wahrscheinlich oben in den Turm, da mussten wir rein. Das ist das Ende. Aha. Ach du Schande. Vielleicht können wir mit dem einen Sprung hier das Level skippen. Und wo eine Fackel ist, weiß ich, das ist mir gerade wieder eingefallen. Können wir auch gleich nachgucken. So, jetzt hier mal. Hier. Das Richtige. Gut, dann halt nicht. Jetzt können wir uns hier mal eine Fackel holen. Ich gehe mal hier unten nachgucken. Wozu wir die Fackeln eigentlich brauchen, ist eine andere Frage. Ich glaube, um die Ventilatoren anzu. Eigentlich laufen die ja schon. Ich mach's hier mal. So, Ofen brennt. Na komm, zweiter Ofen. Na komm, zweiter Ofen. Ofen brennt. Jetzt müssten wir eigentlich hier können. Eigentlich ist das ja nur die Sache, die wir machen müssen. Da war das Problem, dass wir hier nicht hochkommen. Ist der Wind noch nicht heftig genug ist? Woran liegt das eigentlich? Bug im Spiel oder? Warum kommen wir hier nicht hoch? Müssen wir noch mehr Kohle besorgen oder was ist hier die Phase? Ich komme hier oben nicht raus. Ich komme hier oben nicht aus dem Schornstein raus. Das ist die Sache. Puh, ja. Müssen wir mit der Kohle vielleicht trotzdem hochgefahren sein. Können wir das hier nicht skippen? Von wegen, du kannst das mit einem Sprung skippen, Molly. Dann zeige ich mir mal den Sprung. Das schießt mich echt zu hoch raus. Hier kommt hier irgendwie. Da komme ich ganz woanders raus. Da muss ich hin. Das Level können wir nicht so einfach beenden. Das können wir nicht so einfach beenden. Gut, das Level würde ich jetzt gerne noch schaffen, bevor wir den Stream hier beenden. Das wäre mir eigentlich noch ganz wichtig. Ansonsten bin ich weitergekommen, als ich gedacht hätte. Na komm, festhalten vielleicht. Na komm, hier rein und ganz in der Nähe. Ich komme mal so. Wahrscheinlich kommen wir da nicht ran. Versuch es wert. Aber ja. Versuch mal hier von der Seite rauf. Soll mal an die Seite. Uns verwehen lassen. Nein.
Doch nicht hierhin. Da ist vielleicht noch zu wenig Kohle drin. Muss ich doch die Kohle holen. Der Wind ist noch zu schwach, uns da hochzubringen. Ich hole jetzt einfach mal die Kohle ab. Das dauert jetzt hier wieder, aber gut. Das nächste Level hätten wir eh nicht geschafft. Nein, nicht in den Abgrund fahren. Nein. Dreh dich. Scheiße, verdammte. Rückwärtsgang. Heiliger Scheiß ist auch hier heute. Ach, weißt du was? Lassen fahren. Muss halt mehrfach laufen. Läuft halt heute nicht so ganz. Ist heute nicht so wie gewollt. Dafür haben wir ja einige Levels geskippt. Es ist ja heute einiges. Ach, da hängt da am Abhang. Da oben haben wir, glaube ich, nochmal ein Gerät, mit dem wir runterfahren können. Dumm. Gönn mir mit der rechten Hand noch einen Schluck. Jei. Nein, rechts. Ich habe doch keinen Führerschein, ich weiß nicht, wie man sowas fährt. Zurück. Und vorwärts. Und wir lenken. Kriegen wir das vielleicht diesmal hin. Na, was denn? Hier lang. Ja, mal ein bisschen um die Ecke. Nicht so verschrägt. Und jetzt habe ich das Auto auch kaputt gemacht. Nein, zurück. Och, weißt du was, ich trage die Kohle einfach rüber. Ich schrotte hier die Autos einzeln. Fackel. Kohle. Nehmen wir zwei Stück Kohle mit. Ineffektiv. Aber vielleicht reichen die schon. Zum Thema Speedrun.
Stunden später. Na komm, das Level will ich jetzt hier noch irgendwie schaffen. Auch wenn ich es privat nicht mehr geschafft habe. Weil ja diese Türme da irgendwie noch ein bisschen heftig. Der Wind ist noch ein bisschen zu dünn. Schauen wir mal, vielleicht können wir es mit den zwei Stück Kohle. Sonst hole ich noch zwei. 5 Minuten haben wir noch, um das Level zu schaffen. Schwache Leistung hier heute. Aber trotzdem mehr als ich erwartet hätte. Ich hätte erwartet, das Wasserlevel. Wir kommen bis zum Wasserlevel. Das Wasserlevel schaffen wir nicht mehr. Das Wasserlevel. Bis zum Wasserlevel kommen wir. Das war meine Erwartung. Also, Erwartung übertroffen. Hier können wir doch noch Code reinschmeißen, oder? Tut das was an der Anzeige, oder? Das tut was an der Anzeige. Können wir vielleicht hier noch einen reinschmeißen? Dann haben wir hier auch vollen Wind. Ich brenne. Na komm, jetzt lass mal. Rüberwehen. Noch nicht ganz. Es tut's noch nicht. Where is the problem? Muss ich noch zumachen? Ach Mensch, 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 Zwerg. Zubleiben. Bleibst dazu, bleibst dazu. Es ist doch hier. Kartoffelsalat. Es ist doch hier. Ich bin auch schon am Ende. Schimpfwort, was Zwerge einfällt, Kartoffelsalat. So, bleibst du mal. Ich glaube, die sind noch nicht auf 100%. Vielleicht reicht es auch, das zu schließen. Ich weiß es nicht. Ich kann hier nur versuchen. Okay, die sind eigentlich alle rechts. Müsste doch eigentlich jetzt. Der Wind mich hochtragen. Tut er nicht. Na komm. Hochklettern. Ich komme hier irgendwie höher. Also irgendwie. Ich habe so das Gefühl, als käme ich hier höher. Ja, irgendwie. Tut's das nicht. Woran hat es gelegen? Hier kommen wir nicht weiter. Da ist das Ende. Ich will hier durch. Das ganze Level skippen mit einem Sprung. Ich dich auch, Molly.
Versuch's noch einmal bei dem Ding da drüben. Vielleicht können wir uns nur in die richtige Richtung wählen lassen. Ansonsten ist jetzt die Zeit gekommen, den Stream zu beenden. Diesen Rekordversuch zu beenden. Nein, nein, nein. Darunter, 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 darunter. Ach, verdammt. Und wieso bringt mich das noch nicht hoch? Ich weiß es nicht, woran nichts. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr die Streamaufzeichnung hier seht. Woran hat es gelegen? Ich könnte mich jetzt noch hochhangeln. Das würde auch wieder eine halbe Stunde dauern, bis da oben angekommen bin. Ja, war doch ein cooler Stream. Hab ein paar Skip-Möglichkeiten gezeigt. Komm mal hier. Komm mal. Nein. Das ist nah dran. Ich kann mal irgendwie im Flug noch steuern. Ein bisschen können wir das ja. Und jetzt hier runter, jetzt ja, ein bisschen weiter rechts. Da müssen wir dann auch ein bisschen weiter rechts rein. Springen in den Strom, in den Windstrom. So mal so von hier. Ich fürchte, das ist zu. Was? Was zum? Na, alles klar. Sind wir hier gefangen? Alles klar. Sind wir hier reingekommen? Auch nicht hier. Ja gut, ich fahre noch mal mit dem Radlader hier runter. Was für ein Ding. Gut, ich sag schon mal jetzt tschüss. Durch nur rum so durch dieser Speedrun-Versuch gefallen haben. Dann lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Schaut beim Podcast vorbei. Ich werde das hier jetzt gleich beenden. Ich versuche mal rechts darunter zu fahren. War vielleicht gar nicht so schlecht. Wir hängen hier schon über die Klippe. Das ist ja sehr schön.
das denn hier? Das ist doch... Ach, leck mich doch. Autos fahren. Ja gut, ich hoffe, ich hat es trotzdem irgendwie ein bisschen gefallen, auch wenn ich jetzt hier nur unausreichend viele... Oh, ich habe auch schon ein Däumchen nach unten bekommen. Von irgendwem im Livestream-Chat. Verständlich. Sind aber 4 Däumchen nach oben. Scheint es euch trotzdem irgendwie gefallen zu haben. Irgendwer ist hier reingekommen und hat gesehen. Und wer guckt hier zu und sieht, dass es kein Speedrun ist. Ja. Dass ich alle Levels nicht in 6 Minuten geschafft habe. Dass ich heute den Weltrekord nicht geknackt habe. Es ist wirklich schlimm, oder? Es hat doch ein Dislike verdient, oder? Dass ich das alles jetzt hier nicht in 5 Minuten geschafft habe. Ist das heute nicht. Beim ersten Versuch den Weltrekord geschafft habe. Das ist ja wirklich skandalös. Nicht mal das schaffte. So, ich gebe auf, ich springe hier runter. Ende aus. Gut, na dann. Machen wir das Ganze mal hier. Gut, habe ich heute versucht mal das durchzuspielen. Wir sind schon weitergekommen. Exit. Zeige ich mal die Levels. Select Levels. So, das haben wir heute geschafft. Wir haben heute hier. Wir haben Mansion geschafft. Wir haben Train geschafft. Carry haben wir gemacht. Mountain haben wir gemacht. Demolition haben wir gemacht. Castle haben wir gemacht. Wasser haben wir gemacht. Und Power Plant. Als nächstes wäre Steak und dann wäre Dark dran gewesen. Hier sind wir gerade am Ende stecken geblieben. Aber wir haben hier heute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Levels haben wir heute geschafft von 10, 11. Von 11, 8 von 11. Das ist, würde ich doch sagen, ist doch ein befriedigendes Ergebnis. 8 von 11. Ja. Ist in Ordnung, oder? Kann man mit leben. Müsst ihr heute nicht heulend ins Bett gehen. Müsst ihr euch heute nicht in den Schlaf fallen. Damit könnt ihr noch leben. So, gut, na dann. Beende ich diesen Stream jetzt hier an dieser Stelle. Däumchen nach oben. Soll es euch gefallen haben. Soll es euch unterhalten haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und den nächsten Stream am 12. nicht verpassen wollt. Oder wenn es dann am 10. weitergeht mit Daily Upload. Wenn ihr das nicht verpassen wollt. Ja, schaut auf dem Podcast-Kanal vorbei. Der ist jetzt hier nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Nicht in der Videobeschreibung, sondern im Stream-Chat. In der Videobeschreibung bestimmt auch. So, Podcast hören. Ihr habt da noch einen Link im Chat bekommen. Wenn euch jetzt noch langweilig ist, schaut mal auf dem Podcast-Kanal vorbei. Hört euch da die Podcasts an. Schaut euch die Stream-Aufzeichnung nochmal von vorne an. Schaut alte Videos auf meinem YouTube-Kanal. Gibt's auch ganz tolle Sachen auf meinem Kanal. Und dann verabschiede ich mich hiermit von euch. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Begleiten bei meinem Versuch, das Spiel durchzuspielen. In 2 Stunden.
Na dann, dann sage ich mal Tschüss und gehe in Urlaub. Das war jetzt der letzte Stream vom Sommerurlaub. Wir sehen uns am 12. Wir sehen uns am 10. mit neuen Videos. Wir sehen uns am 10. wieder. Am 12. live. Habt einen angenehmen Urlaub. Ich weiß nicht, was ihr so macht. Vielleicht geht auch mal. Vielleicht fahrt ihr auch in Urlaub. Fahrt an Ostsee. Schauen wir mal. Bleibt mir gesund. Und dann sehen wir uns heil im nächsten Stream nach der Sommerpause wieder. Tschö mit Ö und Ciao mit V. Zwei ist raus. Und ja, ich mache euch noch Musik an. Und dann mache ich Feierabend. Tschö. Eine schöne Zeit euch. We'll be right back.